Shalom Aleichem, wir lernen in dem wunderbaren Buch Pele Yoetz von Rabbi Eliezer Papa aus der Balkan, Sarajevo. Heute der Shiur ist für meinen Freund Edi Kos Shel Eliyahu Anavi. Er hat mich gefragt, wo soll man geben Tzedakah? Tzedakah, Spende, Charity, Almosen. Schwer zu übersetzen das Wort Tzedakah, weil Tzedakah kommt von das Wort Gerechtigkeit. Du hast, der hat nicht, du musst teilen. Das ist nicht ein Vorschlag, es ist eine Pflicht. Deshalb wollen wir darüber reden heute von Pele Yoetz. Tzedakah, wie groß ist ihre Kraft? Wer kann das überhaupt beschreiben? Und er bringt seine Gedanken von einem Rabbiner aus Izmir, Rabbi Eliyahu Itamari, der hat geschrieben ein Buch. Dieses Buch heißt Me'il Tzedakah. Alles, was steht geschrieben in die Torah, in die Mishnah, in die Gemara, in die Midrashim, über das Thema Tzedakah-Spende. Und sagt, je größer und wichtiger ist diese Mitzwa, der Trieb von der Mensch wird immer stärker. Warum? Das Geld. Geld ist Blut. Das ist meine. Ich habe gearbeitet. Ich habe geschwitzt. Was hat er gemacht? Gar nichts. Warum soll er das bekommen? Ich brauche das auch. Aber Geld heißt auch Damim, Blut. Es gibt ein Phänomen, wenn einer spendet Blut, nun, nach 2, 3 Tagen hat er wieder sein Blut. Darum heißt das Damim, Blut. Genauso ist das bei Geld. Bei Geld, Hashem gibt dir Garantie. Hashem gibt dir Garantie, du hast gegeben, du hast zurückbekommen. Niemand wird arm werden von Tzedakah geben. Er kann nur reich werden. Und trotzdem, der Trieb lässt das nicht. Stimmt, soll man nicht geben als 10%. Soll man nicht geben als 20%. Ich habe gehört von einem Bekannten in Israel. Er hat erzählt, dass es war einer, der hat verdient monatlich 20.000 Euro. Er ist gegangen zu der Keule und hat gesagt, einer soll lernen auf meine Kosten jeden Monat 2.000 Euro auf mir. Nur 10% von 20.000. Es ist viel Geld. Wenn du denkst, es ist immer viel, das Wort viel Geld, für wem ist viel Geld? Für der, der gewinnt? Oder für der, was gibt? Oder der, was es bekommt? Die Antwort ist für alle. Geld ist Geld. Geld ist schwierig zu geben mit Roshel Adam Gedol. Die Jetzer von Geld ist sehr groß. Deshalb, wenn einer ist bereit zu geben, soll er wissen aber, dass er wird immer finden eine Ausrede. Ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich bin zuerst, Rente, ich muss sparen, arbeitsunfähig, Kraft. Kündigung, heute die Lage ist nicht so gut, ich bin nicht mehr so jung. Der Mensch wird immer haben, Gott sagt, nein, nein, du gibst, nur wenn du hast. Wenn du hast nicht, gibst du nicht. Gott sagt, ich gebe zuerst, danach gibst du 10%, nicht andersrum. Wenn es kommt ein anderer Tag, du hast nicht, gibst du nicht. Aber wenn du hast, wenn du hast bekommen, Hashem sagt dir, bitteschön, du kriegst 20.000, 2.000 sollst geben. Du hast bekommen 2.000, gib 200. Aber jetzt kommt der Serachim schon, hört gut zu Eddie und er schießt eine Bombe nach der anderen. Weißt du, wer ist wichtig von allem? Du selbst. Am liebsten ist irgendwann alles zu verkaufen, alles was du hast. Und alt werden und kommen wohnen in Eretz HaKodesh, in Israel. Und genießen in aller Ruhe und vorbereiten gut zum Kommen der Welt. Und soll er nicht denken über seine Kinder, um alles zu erben. Sie werden zurechtkommen oder streiten. Wahre Geschichte. Es war ein frommer Mann. Der hat eine kleine Wohnung in Bet-Shemesh. Und er hat gesehen, dass seine Kinder wollen ihn schon töten, in Altenheim gehen. Er hat genommen die ganze Wohnung, er hat das alles gespendet zu einem Keulen. Und der Papa ist gestorben. Und sie haben angeklagt gegen das Testament, dass der Papa war senil. Das heißt, nicht mal diesen Wunsch hat er erfüllt. Was sagt er? Mach alles, solange bist du noch kein Marmor.
Wenn du bist Marmor, kannst singen wie eine Barbour, kannst singen wie ein Storch, ist vorbei. Solange du bist jung, denk über dich und später über deine Familie. So wie man sagt, Chayecha Kodmim, dein Leben sind zuerst. Wer sind die? Zuerst soll man helfen, die armen Leute in Eretz Israel oder Tora-Gelehrte. Wenn eine macht, und jetzt kommt, wenn eine will Zedaka machen, soll er das machen mit Tora-Gelehrten. Soll er sie unterstützen, ehren, schenken, das ist so wie Bikurim. Weil das hält die Tora bleiben. Der ganze Sinn von der ganzen Welt ist, dass Hashem hat gegeben eine Tora und er will, soll diese Tora soll verbreiten in dieser Welt. Geld zu verdienen gibt es noch 7 Milliarden Leute, die es tun. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist auch weiter so zu sein wie die 7 Milliarden. Denn wozu gibt das Am Israel? Wozu gibt das Torat Israel? Wozu wir sind raus von Mitzrayim? Wozu existieren wir? Wozu leben wir? Um zu haben Elokei Israel, Torat Israel und Eretz Israel. Es gibt Gott von Israel, Torah von Israel und Eretz Israel. Also, und wenn es gibt Geld, für was soll sein das Geld? Oder für Gott? Oder für das Land? Oder für die Torah, für mich. Du kannst sitzen und lernen Torah. Und glücklich der Mensch, der unterstützt Torah-Gelehrte. Trotzdem sagt hier der Pelle Yoetz ganz süß, soll ein Rabbi, ein Prediger, soll nicht zu viel reden über diesen Paragraph. Soll man nicht denken, er will alles für sich, soll man ihn unterstützen. Es gibt auch Gesetze in der Halacha, Ehre dem Rebbe. Stell mal vor, ein Rebbe gibt jeden Tag Shiurim. Ehre deine Rebbe, Ehre deine Rebbe. Was sagen alle du? Er ist Banana nach Kavod. Er will nur Ehre, er will nur Respekt. Sagt er, aber muss man das sagen? Das ist meine Aufgabe, es zu sagen. Und wenn er gibt arme Leute, soll er wissen, wer braucht und wer nicht. Beim Essen soll man nicht prüfen. Wenn einer sagt, ich will essen oder trinken, soll man ihm geben. Und auch seine Kinder, wenn er gibt, soll er nicht geben regelmäßig. Weil dann werden sie das nicht schätzen mehr. Sie werden es sehen als selbstverständlich. Soll er mal geben, mal aufhören und noch mehr. Gibt noch einen Tipp. Wenn du deine Kinder hilfst, sehr gut. Sagen wir, ich überweise meine Kinder jeden Monat Geld für Wohnung, Miete. Irgendwann bin ich in Engschaft, aber es ist mir peinlich zu sagen, die Kinder, wie ist die Lage, was macht man? Gibt man weiter. Was machen die Kinder? Schätzen nicht. Also auf jeden Fall, er gibt dir einen Tipp, du willst helfen, helfe, aber nicht selbstverständlich. Und jetzt kommt die goldene Sache. Wenn diejenigen, die es bekommen, bitten es bescheiden, edel, lieb, menschlich, bedanken sich, anerkennen, ist ein gutes Zeichen. Ab dem Moment, wo sie beginnen, Chutzpe zu sein, frech zu sein, sollst wissen, sie haben genug. So ist es. Oder die sind frech, dann hör auf. Muss man nicht. Din pro Tag, wenn eine gibt dir 10 Euro, sagen genauso dieselbe Dankeschön, wie eine gibt 100 oder 1000. Für eine 10 ist genauso wie für eine 1000. Du weißt nicht, wie ist die Lage. Deshalb muss man edel bieten, um Hilfe, um Unterstützung und muss man sich bedanken. Und wenn man das nicht macht, etwas ist nicht in Ordnung. Es ist sehr gut auch zu geben, manchmal in Ruhe, in Stil, soll man nicht wissen. Und manchmal ein Mensch soll doch geben, soll man wissen, damit soll die Leute nicht denken, dass er ist geizig. Stell dir mal vor, es gibt eine Gemeinde, eine Gesellschaft, eine Clique. Und einer sagt, ich gebe, aber erzähle nicht weiter. Zum Beispiel in die Gemeinde, Leute spenden zum Beispiel Kiddush, Essen nach dem, oder Shi'ur, oder wie auch immer. Und einer sagt, Shlomo, ich spende, aber sage niemand, ich will nicht meinen Namen. Ich kann gute Ideen, aber es kann sein, dass die anderen denken, du bist geizig. Deshalb, um die anderen auch zu motivieren, zu geben, wir Menschen, wir sind sehr beeinflusst von anderen Leuten. Der tut, der macht, da will ich auch.
Also es ist bei mir eine Anerkennung, dass die Sache ist gut. Deshalb, lass uns die Sache zusammenfassen. Zdaka geben ist sehr schwierig. Zuerst soll man geben die Kinder bis 6 Jahre. Ab 6 Jahre soll man geben 10% für sich zu sparen, zu leben in Israel. Alles zu verkaufen und leben in Eretz HaKodesh. Kannst du nicht leben in Eretz HaKodesh, unterstütze Torah-Gelehrte. Torah. Oder Torat Israel oder Eretz Israel. Und natürlich Aniyeircha, die armen Leute, die brauchen Essen in deiner Umgebung. Also ich würde sagen, praktisch, wenn einer hat 2000 Euro monatlich, 100 Euro soll er geben an Essen für arme Leute und Trinken von seiner Familie, von seiner Umgebung und 100 für Torah-Gelehrte oder für Israel. Noch eine Sache, es ist möglich auch, die 10% zu sparen. So wie meine Schwiegereltern haben jahrelang gespart 10%, haben sie zum Schluss gekauft eine Torah-Rolle. Also jeder kann es machen, aber da ist eine große Gefahr. Weil einen Tag hast du nicht, sagst du, ja. Andere sollen haben gesagt, auch nicht, nicht. Mein Leben ist zuerst. Und you never know what's gonna be in 10 Jahren. Also deshalb besser, das, was hat man gegeben, hat man schon gegeben. Ich kann dir nur eins sagen, ein Tipp. Wenn man will Zdaka machen, soll man das nicht verschieben. Sofort machen, sofort überweisen, sofort geben. In einer Woche bist du schon kalt, hast du schon keine Wille zu geben. Mhm. Die Wille muss sein sehr stark. Schkoyach.